die Kleingärtner, die uns zur Einsicht verhelfen, dass die technokratische Entwicklung der Gesellschaft schadet. Rat, Posner, komm jetzt, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Raw to 70. Und in der heutigen Episode möchte ich euch einfach mal so ein bisschen meinen Garten anschauen, also so ein Garten-Update. Mai, wie ich es auch damals im April gemacht habe. Und da fange ich einfach jetzt hier im Vorgarten an und zeige euch einfach, was sich so alles getan hat. Okay, fangen wir gleich neben der Tür an. Also hier haben wir den Kopfsalat, den ich gesetzt habe. Den hatte ich vorhin unter dem Vlies, aber jetzt, weil es jetzt schon ein bisschen wärmer geworden ist, habe ich das Vlies runtergetan. Und da sieht man auch ein bisschen, dass die Vogelmiere an der Seite mit rauswächst. Und ja, einen habe ich schon gegessen, war sehr gut. Hier pflanze ich dann, keine Ahnung, Sellerie, Grünkohl, was auch immer, was hier Platz hat. Ist ein Kübel frei geworden, weil die Rhododendron von meinem Vater hier eingegangen ist. Die hat er jetzt woanders hingepflanzt, wo die Erde besser ist, weil das eine Morbidpflanze ist und die baut halt eine spezielle Erde. Deswegen ist sie auch eingegangen. Dann hier unten habe ich die Tomaten pikiert. Da sind welche noch übrig geblieben. Wir haben schon welche auch ins Freiland gesetzt. Die seht ihr dann später. Die sind noch, wenn dann aller Eisheiligen vorbei ist, dann wollten wir einfach sie als ja, Sicherheit nochmal setzen. Da sind die einzelnen verschiedenen Tomaten. Dann hier vorne Richtung Garage habe ich da nochmal ein paar Pflücksalate in den Balkonkasten angesetzt. Ebenso nochmal diesen hier, den Salat, wie ihr vorhin schon gesehen habt. Und da hinten habe ich da nochmal den Hirschtopf. Da wächst jetzt auch schon mal, ich glaube, Brokkoli oder Löwenzahn wird durch. Dann hier an der Seite habe ich Wildheidelbeeren am angesetzten Kübel. Schöner Sticker. Ackergifte, nein, danke. Habe ich vom Umweltministerium in München bestellt. Kostenlos. Und ja, wie gesagt, da habe ich jetzt hier die Beiteilbeeren bestellt, hab da auch unten, weil die halt auch wie die Morbidpflanzen, weil das auch Morbidpflanzen sind, habe ich da auch wieder spezielle Morbiderde verwendet, weil die halt auch einen negativen pH-Wert benötigen und da habe ich jetzt auch an der untersten Schicht Holz, also Geäste von Fichten zum Beispiel verwendet, dann ein bisschen alte Erde drauf getan, dann Nadelhölzer, dann Rhododendron-Erde, also so Morbid-Erde drauf, dann die bisschen Humus mit reingemischt auch und ganz oben dann die Beiteilbeeren mit ein bisschen alten Tannenbaum vom Nachbarn und Rindenmulch von Fichten aus dem Wald. Und mal schauen, ob sie geht ein. Bis jetzt schaut es ziemlich gut aus. Und da hinten ist nochmal der Girschtopf. Den habe ich jetzt auch rausgestellt. Die wachsen auch ziemlich gut. Ja, Girsch ist halt so ein Halbschattengewächs. Also es ist halt, der geht halt dort am besten im Schatten. Da bildet er so weiße Flecken und Stellen und verbrennt dann eher. Und hier vorne an der Seite habe ich Pilzkulturen. In so einem speziellen Substrat, die hatte ich mal im Winter bestellt, als ich sie im Winter stehen gelassen. Da sind sie schon einmal gewachsen, die habe ich auch schon gegessen. Und da habe ich sie nochmal mit einer Gießkanne jetzt nochmal gut abgespritzt. Stehen auch hier so im Halbschatten, die sollen halt feucht bleiben. Und so ein, zwei Wochen, Monate nach der ersten Ernte kann man die dann nochmal ernten, wenn sie dann entsprechend ausgereift sind. Gut, dann sind wir hier an der Schuppenseite. Hier haben wir schon mal die ersten Tomaten in einem Kasten, sozusagen in einem Hochbeet gesetzt. Die gehören meinem Vater, das sind die Fleischtomaten. Und hier vorne rote Beete, die ich da zwischen den Tomaten gesetzt habe. Und alles haben wir gemulcht mit Brennnessel, weil Brennnesseln, wie gesagt, auch guter Kaliumlieferant sind und hervorragend für so Fruchtgewächse wie Tomaten zum Beispiel welche sind. Dann
Hier vorne Schatten Petersilie und der Johannisbeerstrauch, der wächst auch schon und gedeiht ganz schön gut. Hier wachsen schon die einzelnen Beeren. Auch ganz schön. Und hier unten kann ich ein bisschen, wachsen auch schon die Erdbeeren hier so ein bisschen an der Seite. Genau, dann wenn wir hier so weitergehen, haben wir hier Brennnesseljauche, die ich und mein Vater angesetzt habe. Und dann, wenn wir hier weitergehen, Richtung Terrasse, da habe ich hier nochmal meine Tomaten, die ich gepflückt habe, die ich angesetzt habe. Das sind jetzt die Blue Orange und Indigo Rose. Das sind spezielle Arten, so mittelgroße Tomaten. Hier ist noch der Rest von den Tomaten, die in der Anzuchtschale sind. Mal schauen, was wir mit denen machen. Hier vorne ist so eine Balkontomate. Das Besondere an Balkontomaten ist, dass sie halt keine Spiralen brauchen und so eher buschartig wachsen und ziemlich robust sind. Die habe ich jetzt hier so in einem großen Kübel gemacht und mit einer Kokosmatte umhüllt. Hier vorne ist dann die Moringa, die wächst. Also die zwei Moringa-Pflanzen wachsen jetzt ziemlich gut. So ein kleiner Selbstversuch, ob das klappt oder nicht, aber bis jetzt bin ich zufrieden. Das ist auch was Schönes. Dann hier so die kleinen Anzuchtsachen. Also vorne seht ihr halt Sonnenblumen und hier die ganz kleinen sind, glaube ich, Kornblumen für Bienen und Insekten. Die sind natürlich auch ziemlich wichtig, um für die Natur zu sorgen. Dann in der Mitte seht ihr hier Sellerie, also auch im Anzucht. Und dann daneben nochmal Sonnenblumen, die auch schon etwas größer werden. Dann wenn wir weitergehen, dann sehen wir hier in den Töpfen Blumenkohl, hier in den weißen und in den zwei großen anzuschauen. Dann da vorne ist Grünkohl, der auch schon ziemlich gut sprießt. Und hier vorne Gurken. Ich glaube, das ist die Salatgurke Tanja, die ich da reingesetzt habe. Das ist eine Zimmerpflanze von meiner Mutter. Und hier habe ich dann nochmal Tomaten angesetzt. Das ist jetzt die Sorte. Kleinen Moment. Das sind Blue Pits Tomaten. Sind auch so mittelgroße gestreifte Tomaten. Hier sind die Paprikas, die ich angesetzt habe. Ja, schaltet scharf. Genau hier die Paprikas. Die sind jetzt erst kürzlich rausgekommen und ich weiß nicht, ob ich die dann ins Freiland setzen kann, weil die jetzt schon ziemlich klein sind, aber mal schauen, was der Mai so noch mit sich bringt, ob sie nochmal größer werden. Dann wenn wir hier so weitergehen, in die Hochbeete reinschauen, dann haben wir hier eine Reihe Karotten an der Seite und zwei Zucchinis, die schon etwas größer werden. Und hier vorne wachsen. Da hier vorne wachsen dann die Bohnen heraus, weil die halt dann so weil mein Vater halt Bohnen mag und die halt verwenden möchte. Und die wachsen dann hier so an den Fäden entlang und dienen dann so als guten Sonnenschutz, vielleicht für Mittag oder so. Soll halt schön ausschauen. Sind Feuerbohnen. Dann, wenn wir hier weiterschauen, da habe ich auch die russische Gurke gesetzt und hier unten nochmal so ein Versuch mit Grünkohl. Natürlich auch wieder alles schön mit Brennnesseln gemulcht. Wenn ich dann hier weiterschaue, dann nochmal ein paar Anzuchtschalen mit dem roten Spitzkohl. Ja.
Roter Spitzkohl. Und hier auch nochmal Grünkohl und da hinten wachsen dann nochmal ein paar Wassermelonsprießlinge und wieder ein paar Blumen für Insekten und Bienen. Dann haben wir hier eine Balkontomate, die habe ich für meinen älteren Bruder in der Stadt gemacht, weil der wohnt in der Stadt und braucht dann halt einen Balkon. Oder hat einen Balkon und wollte halt eine Balkontomate haben. Dann habe ich hier nochmal eine Gurke, die Su Yolong. Ebenso wie hier drei Kübel voll mit Gurken. Und hier habe ich dann nochmal in dem Hochbeet, haben wir schon Anfang April Zucchinis gesetzt und die sind jetzt schon so groß. Die wachsen auch schon ganz schön. Da bekommen schon die ersten auch reife Früchte. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Das ist jetzt hier so eine gelbe Zucchini. Die bekommt schon ihre Blüten. Auch ganz schön. Und dann hier vorne ist unser Tomatenbeet. Da habe ich auch wieder 6 Tomaten gesät mit Kapuzinerkresse zum Beispiel. Soll ein paar Insekten, Blattläuse auch abhalten von den Tomaten. Ein bisschen Permakultur. Basilikum habe ich auch in den bei den Tomaten gesetzt, soll auch gegen Blattläuse und Schädlinge helfen. Und ja, dann hier hinten im Kasten habe ich nochmal verschiedene Gurken mit angesetzt und hier vorne sind Gurken von meinem Vater. Okay, dann kommen wir hinter dem Windschutz. Da haben wir hier den neuen Aronia-Beerenbaum. Der alte ist halt eingegangen wegen dem März, wo ich ihn zu früh gesetzt habe. Und der Aronia-Beerenbaum, den habe ich jetzt neu gekauft, ist auch die Nero. Und der tut sich bis jetzt besser. Dann habe ich hier auch an der Seite habe ich hier Erdbeeren. Und hier habe ich eine Tomabrillo. Das ist so ein spanisches Nachtschattengewächs. Das ist so ähnlich wie Tomaten, glaube ich. Und ja, die habe ich von meinem Urproduzenten, meinem guten Freund, Herrn Peter Wintermeier. Die hat er mal, da sind halt die Samen letztens aufgegangen und die wieder zur Anzucht verwendet. Und da hat er mir ein paar Pflanzen gegeben. Mal schauen, wie das schmeckt. Dann kommen wir hier vorne an das Feld, an das große Freiland. Da habe ich hier ein paar Leguminosen gesetzt. Hier habe ich Süßlupinen, bisschen Grünkohl mit dazwischen. Und nochmal hier vorne Süßlupinen, weil halt Leguminosen Stickstoff aus der Luft in den Boden anreichern. Und das Stickstoff ist halt wichtig auch für das gute Pflanzenwachstum. Und dann habe ich hier so Dillpflanzen gesetzt. Hier Dill, weil ich halt um den großen Busch hier herum habe ich ja überall Dillpflanzen gesetzt und da möchte ich halt einfach dann Karotten in Hügelform anpflanzen, so wie bei Kartoffeln zum Beispiel, weil Dill nochmal zusätzlich das Aroma von Karotten verbessert und da habe ich halt viele verschiedene Sorten. Ich habe auch lila Möhren, also so Urmöhren, die ich dann mit anbauen möchte. Dann geht es halt hier so rum und da sind halt überall die kleinen Dillpflanzen, die ich ja hier so rumgesetzt habe. Auch am Rand ein bisschen Kapuzinerkresse, was ich gesetzt habe. Wie gesagt, ein bisschen zur Schädlingsvermeidung. Dann habe ich hier so einen kleinen Kreis mit Grünkohl und einen Thymian habe ich, glaube ich, hier gesetzt. Ne, Rosmarin ist das. Ich habe halt dieses so angelegt, weil halt Grünkohl ja diese Kohlweißlinge, also diese weißen Fliegen anlocken. Und der Rosmarin soll mit dem entsprechenden Aroma dafür sorgen, dass die weißen Fliegen nicht zu häufig vorkommen. Und deswegen habe ich dann hier so im Kreis rundherum ostfriesische Grünkohl
gesetzt und die werden halt bis zu 1,80 Meter groß zum Beispiel. Das steht halt jedenfalls auf der Verpackung. Wenn wir hier so an die Seite weitergehen, dann habe ich hier, da wo der Stock anfängt, 3 Reihen Mahngold gesetzt. Die Samen sind noch nicht ganz aufgegangen unten auf dem Acker von meinem, vom Wintermeier. Da sind sie aufgegangen und da weiß ich jetzt ungefähr, wie sie ausschauen. Hier vorne habe ich auch nochmal Dill gesetzt und dann habe ich hier mein selbstgemachtes Freibeet sozusagen, wo ich schon die ersten Salatköpfe habe. Die waren auch die ganze Zeit unterm Vlies. Da habe ich auch noch ein bisschen ja Brokkoli Sprossen, das sind halt von meiner alten Anzuchterde, hatte ich halt Brokkolisamen und diese Samen, also diese Anzuchterde habe ich mit reingemischt ins Hochbeet und diese Samen sind halt dann mit aufgegangen und da wachsen halt jetzt diese ganzen Blüten, also diese Blütenpflanzen, das ist Brokkoli und dann habe ich hier noch an der Seite, glaube Blumenkohl und das ist halt überwiegend jetzt momentan noch das Salatfeld, was halt mit dem Vlies abgedeckt worden war. Und da vorne wächst auch ganz schön Anna hinter den Büschen. Schöner Wacholder. Der geht's auch prächtig. Mache ich vielleicht irgendwann mal ein Video über Wacholders. Und dann kommen wir hier zur Seite. Hier haben wir die Himbeere, die ich letzten Oktober gepflanzt habe und gesetzt habe. Die wächst jetzt auch schon ganz schön gut. Wie gesagt, die Anzuchterde von im Keller, wo ich die Brokkolisprossen angesetzt habe. Und hier vorne habe ich dann wieder ein bisschen Kohlgewächs, also wieder Grünkohl, den ostfriesischen. Und den roten Spitzkohl. Und hier hinten am Garten, also an der Nordseite, haben wir dann den Pflaumenbaum, den wir im März gesetzt haben. Wir haben ihn Maria getauft, weil mein Bruder spontan ja, den Namen gesagt hat, weil ich ihm erzählt habe, dass es eine italienische Zwetsche ist. Und hier habe ich meinen eigenen Komposthaufen, den ich mit angesetzt habe. Also momentan lege ich halt immer Holz, also gehäckseltes Holzstücke mit ein bisschen Grasschnitt immer übereinander, tue dann ein bisschen Terra Preta drauf, Urgesteinsmehl, ein bisschen Humus und begieße es auch immer ein bisschen mit effektiven Mikroorganismen und brenne sie auch zur Aktivierung und dann mal schauen, wie mein erster Kompost versucht, so wird. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Spasiba za prosmotre. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw to 70. Bis dahin. Ciao.